So und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein etwas anderes Video, nämlich geht es heute um Suo und Varo. Und das werden jetzt wahrscheinlich einige nicht wissen, doch tatsächlich habe ich früher mal Varo-News gemacht. Aber halt zu Zeiten, wo es Suo noch gar nicht ansatzweise mal gab. Und weil ich ja doch ein ziemlich großer Suo-Fan bin. Und heute werde ich mal sagen, was eigentlich mit Suo passiert ist. Wird es noch Suo geben? Und das gleiche auch mit Varo. Da gibt es nämlich einige Infos. Also viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir auch erstmal mit Suo an. Nämlich wurde Suo für Ende April, Anfang Mai angesetzt, beziehungsweise es wurde ungefähr zu diesem Zeitraum erwartet. Jedoch meinte Unge ganz ausdrücklich in einem Livestream, dass er Suo 3 nicht anfangen wird, solange Tanzverbot noch auf Madeira festsitzt. Und nachdem er wieder in Deutschland ist, wird er auf jeden Fall Suo 3 anfangen. Und dies ist auch bald der Fall. Tanzverbot wird nämlich bald wieder nach Deutschland einreisen. Und dann wird auf jeden Fall Suo 3 angefangen, beziehungsweise ich habe schon das Gefühl, dass sie damit schon angefangen haben mit diesem Projekt. Und Unge hatte bei Suo 3 eben sehr, sehr klare Vorstellungen. Und Unge meinte auch, dass Suo auf jeden Fall nicht stattfinden wird, solange seine Vorstellung nicht 100% so umgesetzt wird, solange es nicht so ist, wie er es sich vorstellt. Sie wollen nämlich 100% Potenzial aus diesem Projekt rausholen und deswegen wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis Suo 3 jetzt endlich stattfinden wird. Das heißt, wir können vielleicht so in 1, 2, vielleicht maximal 3 Monaten damit rechnen, dass Suo wieder zurückkommt. Kommen wir jetzt eigentlich mal zu Varo. Was ist eigentlich mit Varo? Da haben wir eine extrem lange Zeit nichts mehr gehört und ich muss euch da auch enttäuschen, es hat sich eigentlich nichts geändert. Jedoch ist nicht alle Hoffnung verloren. Nämlich gibt es sehr, sehr gute Gründe, warum Varo eigentlich vielleicht wieder stattfinden wird. Es gab dann auch vor ein paar Jahren rechtliche Probleme mit dem Titel Varo. Technische Probleme gab es laut GLP auch und ihm gefiel das PvP-System zu damaligen Zeiten auf jeden Fall nicht. Doch dies könnte sich jetzt natürlich ändern, weil einige Zeit vergangen ist. Es sind viele, viele neue Sachen hinzugefügt worden, zumal auch für das PvP-System natürlich. Das PvP-System selbst hat sich nicht wirklich geändert, jedoch kann ich mir das 1.9 PvP-System auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall noch umgesetzt werden kann. Ich meine, jetzt auch mit dem 1.16 Never Update könnte Varo wieder was ganz Neues werden. Und ich denke, es würde auf jeden Fall wieder Sinn machen, ein Varo zu starten. Die Leute haben so lange drauf gewartet, sie haben es nie bekommen. Und jetzt wurde so viel neuer Stuff hinzugefügt, dass man eigentlich jetzt ein Varo starten könnte. Es gibt neue Rüstung, der ganze Never wurde überarbeitet. Hier und da gab es Changes und so weiter und so weiter. Das wären dann eben gute Gründe, eigentlich mal wieder ein Varo stattfinden zu lassen. Jedoch haben wir davon GLP, wie gesagt, noch keinerlei Infos. Und es sind alles nur Vermutungen, warum Varo stattfinden könnte. Jedoch habe ich so eher das Gefühl, dass es irgendwie nie wieder ein richtiges Varo geben wird. Ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, dass GLP mehr oder weniger Varo aufgegeben hat und dazu einfach keine Lust mehr hatte, hat sich zumindest so angefühlt. Aber auch selbst wenn das so ist und GP tatsächlich Varo aufgegeben haben sollte, was natürlich nicht sein muss, aber nur eine Vermutung ist, könnte er auch so gut einfach die Leitung an jemanden anders weitergeben. Also um nochmal für den Schluss alles festzuhalten, Suo wird noch kommen, wird allerdings noch eine Weile dauern und bei Varo ist noch alles unklar und wir wissen nicht, ob es jemals wieder ein Varo geben wird. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal mehr News von mir haben wollt. Vielleicht auch über andere Dinge. Und ob ich euch eigentlich auf dem Laufenden halten soll über Suo und Varo. Ich meine, es sind zwei Projekte, die haben einfach die Minecraft-Szene sowas von dominiert. Und es wäre eigentlich schade, wenn diese beiden Projekte nicht mehr stattfinden würden, was bei Suo natürlich jetzt nicht der Fall ist. Allerdings finde ich das bei Varo ziemlich schade. Also wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.